Moin Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer etwas späteren Folge von Minecraft Jump World. Liegt ganz einfach daran, ich bin gerade erst aufgestanden, nehme jetzt die Folge auf und dann kommt sie auch gleich schon. Und jetzt gerade ist es 10 vor 12, dementsprechend wird es nicht pünktlich sein, tut mir leid deswegen. Aber ich war ein bisschen fertig vom Stream gestern. Und jetzt spielen wir heute die Map von dem Phenom und die heißt Chionaya Kristallmine. Und hier sind Schilder. In diesem Jump'n'Run musst du die drei wichtigsten Kristalle, die je geschuft wurden, finden und dann zurück zum Start zu kommen und Jump'n'Run zu machen. Viel Spaß, Giro PS. Erste selbstgebaute Map. Bitte nicht cheaten und gleich das Jump'n'Run machen. Wenn du mir sagst, wo das Jump'n'Run ist. Ja. Das, was mir von vornherein auffällt, es fehlt einfach die Beschilderung. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwie Schilder oder eine Fackel, die den Weg leitet. Irgendwie sowas. Muss ich mich jetzt hier einfach nur umgucken oder was? Oder wie ist das gedacht? Ich muss gerade bei OBS gucken, weil es halt sonst einfach zu dunkel ist. Deswegen mag ich diese Map-Vorlage auch nicht. Wo zum Henker muss ich hin? Ah, hier scheinen Sprünge zu sein. Ah, okay, gleich daneben. Ja, Leute, komm. Das hätte man jetzt aber auch nicht sehen können. Da fehlt wirklich ein Schild. Muss ich ehrlich sagen. Hier hätte einfach nur ein Schild nach links gereicht oder eine Fackel hier hin. Dann wären das sofort ins Auge gesprungen. Aber dadurch, dass halt nur Teppiche sind, ist mir das nicht aufgefallen. Oh nein. Man muss halt immer gucken, wie man seine Wege macht. Fürs nächste Mal, ne? Okay. Muss ich? Ach, da wahrscheinlich. Scheiße. Ah, diese Blöcke hier sind schon fast sowas wie Checkpoints. Nur wenn ich jetzt einmal komplett runterfalle, dann raste ich aus. Scheiße. Weil ich einfach hier oben keinen Checkpoint hatte. Dann machst du hier noch Eichsprünge rein. Also hier fehlen eigentlich die Checkpoints. Dahin? Wahrscheinlich. Alter, jetzt sehe ich wirklich noch weniger. Ah, okay, ein Checkpoint. Okay. Sorry für das Nervige. Warum entschuldigst du dich? Du hättest es auch umbauen können. Das ist deine Map. Phenom. Jetzt sich noch weniger. Okay. Gut. Ich sag mal, das ist eine okay Map.
einfach, man hatte jetzt keine Ahnung, wo man die ganzen Kristalle finden soll, ob man die überhaupt so suchen soll oder ob man sie während des Jump'n'Runs bekommt. Dementsprechend habe ich jetzt auch nur einen eingesammelt. Ich weiß nicht, das war ein kleines Durcheinander, die Map. Also an sich ist sie nicht schlecht, aber besseres Ausschildung der Wege hätte ich mir jetzt gewünscht. Ja. Aber danke Venom für die Map, danke. Wir sehen uns einfach gleich in der nächsten Runde. So, als zweites spielen wir einfach die Map des Tages, Flucht aus dem Knast. Du bist im Knast. Nein. Sag bloß. Lass mich raten, wir wollen jetzt flüchten. Ja. Scheinbar wollen wir flüchten, aber jetzt sind wir eigentlich schon aus dem Knast draußen, oder nicht? Alter, sind wir im Karibik-Knast gewesen, oder was ist hier los? Anscheinend. Wir waren im schönen Karibik-Knast. Wer kennt ihn nicht? Hä? Achso, sollen wir jetzt eigentlich hier hinspringen? So seitlich? Nee, nee. Achso, da vorne müssen wir hin. Okay. Mist. Gut. Haben wir das auch geschafft? Wo lang? Hier wahrscheinlich hin. Ja, vorhin war es noch logisch, aber jetzt klettern wir in dem Skin hoch. Ja, vorhin sind wir noch irgendwie aus dem Knast entflohen. Jetzt klettern wir auf meinem Skin hoch. Das passt irgendwie überhaupt nicht mehr in die Story. Ist wahrscheinlich der Skin vom Map-Bauer, würde ich mal raten. Wollte sich wahrscheinlich selbst einbringen. Oh nein, ich werde jetzt nicht sterben. Ja! Ziel! Okay, es war eine schöne Map, aber ich verstehe irgendwie nicht, warum das Map des Tages ist. Nee. Irgendwie nicht. Ja, übrigens, der riesige Skin gehört tatsächlich dem Map-Besteller. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum diese Map jetzt Map des Tages ist. Aber es ist ja Geschmackssache der Leute. Auf jeden Fall, wenn euch diese kleine, süße Folge Jump World gefallen hat, tut mir leid, dass sie ein bisschen kürzer ist, damit sie überhaupt noch kommt, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen und wir sehen uns einfach nachher in der nächsten Folge Harvest Moon oder Poppyhausen oder einfach morgen im nächsten Minispiel. Ach Quatsch, stimmt ja gar nicht. Morgen ist Sonntag. Sonntag gibt es ja keine Videos, also wir sehen uns Montag. Bis dann, ciao.